Ihr wollt politisch was bewegen? Wir haben 5 Tipps für euch. Ihr brennt für ein Thema, wollt auf Missstände aufmerksam machen, was verändern? Ein Weg wäre, in die Politik zu gehen und einer Partei beizutreten. Für euch nicht die passende Lösung? Es gibt viele andere Wege, sich zu engagieren. Wie Nana Josephine Roloff. Mit einer Freundin startete sie 2019 eine Petition, um die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte zu senken. Erfolgreich. So kam dann die Idee, da eine Petition zu machen. Das hat mein Demokratieverständnis insofern nochmal revidiert, weil ich ja sehr konkret gesehen habe, was möglich ist, wenn man sich anstrengt. Euer politisches Mitwirken ist echt wichtig für den Zusammenhalt in Deutschland. Durch euer Engagement wird unsere Demokratie erhalten. Sie lebt davon, dass Menschen sich eine Meinung bilden, sich einbringen und ihre Stimme bei politischen Entscheidungen gehört werden kann. Übrigens, ein Grundprinzip unserer Demokratie ist die politische Gleichheit, also dass alle Wahlberechtigten gleiches Stimmrecht haben. Doch nicht alle, die wählen wollen, dürfen das auch und nicht alle Themen finden Gehör in der Politik oder können bis zur nächsten Wahl warten. Wählen ist die einfachste Art, politisch Einfluss zu nehmen. Ob klassisch im Wahllokal oder easy per Briefwahl, jede Stimme zählt. Schaut man auf die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl seit 1949, haben 2009 die wenigsten wahlberechtigten Menschen gewählt, nur 70,8%. Seitdem gibt es einen leicht ansteigenden Trend. 2021 haben 76,6% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Menschen in ostdeutschen Bundesländern hatten weniger häufig von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, Ältere wählen eher als Jüngere. Wenn bestimmte Gruppen seltener wählen, kann das dazu führen, dass diese Menschen politisch unterrepräsentiert sind und für sie wichtige Themen politisch nicht mitbedacht werden. Also worauf wartet ihr? Beim nächsten Mal auf jeden Fall ab ins Wahllokal. Manchmal reicht es aber nicht, sich still zu beteiligen. Dafür gibt's Demos. Jede und jeder hat in Deutschland das Recht, friedlich zu demonstrieren. Denkt nur dran, Demos unter freiem Himmel müssen vorher bei der Polizei angemeldet werden. Sichtbarer Protest macht auch Menschen auf eure Anliegen aufmerksam, die von der Thematik vielleicht noch gar nichts wussten. Und ihr teilt die Straße mit anderen, die genauso fühlen wie ihr. Habt ihr schon mal eine Petition unterschrieben? Mit diesen Unterschriftenlisten habt ihr praktisch die Möglichkeit, euch einen Slot für euer Anliegen vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags zu buchen. Denn das im Grundgesetz verankerte Petitionsrecht besagt, jede ordentlich eingereichte Petition wird vom Petitionsausschuss bearbeitet. Knackt ihr die Marke von 50.000 Unterschriften innerhalb von 4 Wochen, dürft ihr euer Anliegen normalerweise in einer öffentlichen Anhörungssitzung vortragen. Es ist eine wahnsinnig niederschwellige Angelegenheit. Wir haben halt sehr klassische PR-Arbeit gemacht, haben dann auch durch unterschiedliche Aktionen und auch durch Vernetzung natürlich mit anderen Akteuren die Reichweite erhöhen können. Also dann haben sich immer mehr Leute gefunden, auch im Bundestag, die gesagt haben, ja, also es ist ja wirklich, es geht ja überhaupt nicht. So wurden wir dann eingeladen ins Finanzministerium, um mit Olaf Scholz darüber zu sprechen, unsere Unterschriften symbolisch zu übergeben. Es gibt auch organisiertes Engagement, das nichts mit Parteipolitik zu tun hat. Mit ehrenamtlicher Arbeit, zum Beispiel bei Nichtregierungsorganisationen. Ob Seenotrettung, Klimaschutz, Obdachlosenhilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, you name it, es gibt Organisationen, die sich genau hierfür einsetzen. Ihr könnt richtig was bewegen. Aber nicht nur in NGOs kann man sich ehrenamtlich engagieren. Auch bei Vereinen, der Feuerwehr, der Stadt oder an vielen anderen Orten. Weitere Tipps, wie ihr euch ehrenamtlich einbringen könnt, gibt's in unserem nächsten Video für euch. Und last but not least, ihr könnt mit euren Freundinnen und Freunden, eurer Familie oder an eurem Arbeitsplatz darüber sprechen. Sie auf die Themen aufmerksam machen, die euch wichtig sind und Denkanstöße geben. Eine Möglichkeit ist auch, an einem Bürgerforum in eurem Viertel oder eurem Ort teilzunehmen. Dort können Bürgerinnen und Bürger aktuelle Themen diskutieren, wenn zum Beispiel eine neue Straße gebaut werden soll oder eine Schule geschlossen. Privates Engagement kann auch bedeuten, Geld für den guten Zweck zu spenden, falls ihr könnt. Eine erste gute Anlaufstelle sind zum Beispiel Organisationen mit dem DZI-Spendensiegel. Wir müssen ja nicht gleich die ganze Welt verändern und das ganze System, sondern der Punkt ist, dass alle von unterschiedlichen Seiten ihren kleinen Teil dazu beitragen. Und das hat mir die Kampagne auf jeden Fall gezeigt, dass das möglich ist. Wie ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Setzt euch für das ein, was euch wichtig ist.